Guten Morgen bei der Vosges 2022 hier auf der Bühne 2. Wir starten heute Morgen mit dem Thema Lizenzen. Lizenzen sind ja eine eigene Welt für sich. Es gibt Lizenzen, die sind sehr restriktiv. Es gibt aber auch Lizenzen, die relativ viel erlauben, beziehungsweise alles mit den Daten. Und da stellt sich die Frage, wenn man zwei von diesen Lizenzen hat, mit denen man eigentlich alles machen kann, dann kann man die auch miteinander kombinieren. Dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist, das wird uns jetzt Falk Scheile erklären. Und er macht das am Beispiel der Kompatibilität der Datenlizenz Deutschland, Namensnennung 2.0 und der Open Database License. Bitte, Falk. Ja, recht vielen Dank, Volker. Von mir auch herzlich willkommen da draußen an den Internetempfangsgeräten. Wie Volker schon gesagt hat, wir wollen uns heute hier 20 Minuten lang mit der Kompatibilität von zwei Lizenzen beschäftigen. Ihr kennt sie alle, Open Database License, die Lizenz des OpenStreetMap-Projektes und die Datenlizenz Deutschland, Namensnennung 2.0, sollte inzwischen auch bekannt sein. Das ist die Lizenz, die deutsche Behörden sehr gern verwenden. Gut, schauen wir uns an, was wir vorhaben. Zunächst nochmal kurz rekapitulieren, mit was wir es bei Lizenzen zu tun haben. Und dann werden wir uns im größten Teil selbstverständlich mit diesen Lizenzkompatibilitäten, aber eben vielleicht auch Inkompatibilitäten auseinandersetzen. Los geht's. Wo kommen wir her? Wo kommt die ODBL her? Die ODBL stammt, oder nein, das OpenStreetMap-Projekt stammt aus einer Zeit, als es quasi noch keine freien Geodaten gab. Und dann ist man eben auf die Idee gekommen, hat gesagt, hey, aber jeder hat ein GPS-Gerät mittlerweile. Lasst uns Daten sammeln. Dadurch, dass man als so ein Projekt, was Daten sammelt, die allgemein verfügbar sein sollen, umzingelt war von lauter kommerziellen Anbietern, die viel Geld mit Geodaten verdient haben, hatte man natürlich Angst vor Reprivatisierung, also dass jemand die Daten nimmt, ein eigenes Geschäftsmodell drumherum baut und die nicht wieder rausgibt. Damals gab es die ODBL noch nicht, sondern das OpenStreetMap-Projekt entschied sich für eine Lizenz, die es damals schon gab und in Anwendung war. Das war die Creative Commons Share Alike 2.0. Aber es stellte sich so nach und nach heraus, dass sich diese Lizenz eigentlich eher auf Kreativwerke, richtet und auch die Besonderheiten von Daten und insbesondere Geodaten nicht so richtig abbilden kann. Also wechselte das OpenStreetMap-Projekt dann zur Open Database License. Und gleichzeitig beobachtete man aber ab der Zeit des Wechsels ungefähr, dass auch zunehmend freie Geodaten durch die Verwaltung bereitgestellt wurden, ne? Stichwort Open Government Data. So, und ja, was haben wir dann? In der Welt der Lizenzen, Volker hat es auch schon angedeutet, treffen wir im Wesentlichen zwei Geschmacksrichtungen. Wir haben einmal die offenen Lizenzen, die eigentlich nur sagen, hier habt ihr die Daten, macht damit, was ihr wollt. Ihr müsst nichts zurückgeben, außer vielleicht noch den Namen nennen. Na, und diese Lizenzen, diese offenen Lizenzen, lassen entsprechend auch Reprivatisierungen zu. Na, man kann sich diese Daten nehmen, was drumherum bauen, muss sie aber nicht weitergeben. Demgegenüber gibt es die sogenannten freien Lizenzen. Und hier hat man das Problem der Reprivatisierung, der ungewollten Reprivatisierung schon gesehen und hat entsprechend gesagt, hier, nehmt diese Daten, die wir euch bereitstellen, aber Bedingung, wenn ihr diese Daten nehmt und sie verbessert, ergänzt, verändert, müsst ihr sie in der Regel auch wieder freigeben, diese Veränderungen, Verbesserungen und so weiter. Ja, wir kennen das unter Copyleft oder Share Alike. Und mit genau so einer freien Lizenz haben wir es bei der ODBL zu tun. Die hat ein Share Alike eingebaut und noch ein paar andere Besonderheiten kommen wir
später noch drauf. Das ist jetzt erstmal bloß zum Verständnis, wo hier die Herausforderungen liegen. Unter tatsächlichen Gesichtspunkten haben wir bei Daten immer den Vorteil, dass der einzelne Datensatz unter Umständen nicht so viel Mehrwert hat, aber durch die Kombination verschiedener Datensätze haben wir in der Regel dann sehr gute Mehrwerte und können eben auch Erkenntnisse gewinnen, die in den einzelnen Datensätzen so nicht drinstecken. So, und jeder Datensatz steht aber in der Regel unter irgendeiner Lizenz, weil Datensätze sind in der Regel durch das Datenbankherstellerrecht geschützt. Und dieses Datenbankherstellerrecht wird den Nutzern durch Lizenzen eingeräumt und Lizenzen sind nichts anderes als zivilrechtliche Verträge. Na, also jemand kommt hin und sagt, ich biete hier zu den und den Bedingungen einen Datensatz an und der Nutzer, die Nutzerin sagt dann, ja, mit diesen Bedingungen bin ich einverstanden, sagt okay und dann ist ein Lizenzvertrag zustande gekommen und man darf die Daten nutzen. Na, das sind diese übereinstimmenden in Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen. So. Und die Herausforderung ist dann, wenn man zwei Datensätze hat, die man kombinieren möchte, die aber unter verschiedenen Lizenzen stehen, muss man auch entsprechende zwei Verträge schließen, um beide Datensätze nutzen zu können. Und wenn man diese Daten dann auch noch verschmelzen will, müssen diese zwei Verträge, die man schließt, zueinander passen, zueinander kompatibel sein. Stichwort Lizenzkompatibilität. Und das ist ein Riesenproblem, das wisst ihr vielleicht auch schon aus Vorträgen, die ich in der Vergangenheit gehalten habe, dass es, wenn es um Lizenzkompatibilitäten geht, immer hakelig wird. Unproblematisch in dem Zusammenhang sind eigentlich nur Public Domain Lizenzen, weil die keinerlei Bedingungen stellen. Sobald, die sagen einfach bloß hier, nehmt's, ihr müsst gar nichts beachten, werdet glücklich, habt ein schönes Leben. Aber sobald auch nur eine Bedingung dazu kommt und sei das eben auch nur die Namensnennung, dann wird's schon spannend. Na, und was sagt jetzt unsere ODBL, kurz zusammengefasst? Die macht's erstmal schon spannend, dass sie nämlich zwischen Datensatz und einem daraus generierten Produkt unterscheidet. Für den Datensatz sagt sie, da muss immer ein Lizenz, der Datensatz muss immer unter der ODBL-Lizenz stehen, Klammer auf, oder einer kompatiblen Lizenz, wegen des Share-Alikes. Der Datensatz muss immer mit dem Lizenztext vorhanden sein, also wenn OpenStreetMap-Daten ausgeliefert werden als Paket oder so, muss immer der Lizenztext irgendwie mit dabei sein und es müssen alle an den Daten bereits vorhandenen Hinweise auf Datenbankhersteller, Urheberrechte, Copyrights und so weiter erhalten bleiben. Und für das Produkt haben wir, also für das aus den Daten erzeugte Produkt haben wir eine davon zurückgestellte Anforderung. Da muss bloß auf die Datenquelle hingewiesen werden und hingewiesen werden, dass es da sowas wie die ODBL gibt, unter der die Daten der Datenquelle verfügbar sind. Die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 hat auch Bedingungen und die sagt, ja, es muss der Bereitsteller genannt werden, wenn er dies verlangt. Es muss ein Link auf die Lizenzbedingungen der Datenlizenz Deutschland immer mitgeliefert werden oder eingehalten werden, wenn man diese Daten verwendet. Und es muss der Datensatz einfach eindeutig bezeichnet sein, eine Herkunftsangabe. So, und jetzt sehen wir schon, da haben wir zum Beispiel auch keine Unterscheidung zwischen Datensatz und Datenprodukt. Die Datenlizenz Deutschland Namensnennung gilt einheitlich für alles, was auch immer das ist, was unter der Lizenz lizenziert wird. Ja, und wenn man sich das dann in der Tabelle anguckt, sieht man, naja, die erste gute Nachricht ist, ODBL hat ein Share-Alike,
die ODBL-Produkte nicht und insbesondere die Datenlizenz Deutschland hat kein Share-Alike. Hätte die auch ein Share-Alike, dann wäre die ganze Sache vermutlich schon hier zu Ende. Gucken wir weiter. Was wird bei den Lizenzhinweisen verlangt? Da sagt die ODBL für die Daten, da muss der Lizenztext dabei sein. Fürs aus ODBL-Daten erzeugte Produkte muss der Lizenzname, also der Hinweis auf die ODBL enthalten sein, aber nicht der Lizenztext an sich. Und die Datenlizenz Deutschland fordert demgegenüber, dass ein Link ins Internet auf die Lizenzbedingungen bereitgestellt wird. Ja, wie sieht es dann beim Hinweis auf die Hersteller aus? In der ODBL muss der Datenbankhersteller genannt werden. Im Datenbankprodukt keiner. Komisch. Und in der DL, in der Datenlizenz Deutschland, muss der Bereitsteller genannt werden. Wie sieht das nun aus, wo die Daten herkommen? Da haben wir wieder im ODBL-Datensatz, muss da nichts stehen. Ist aber auch irgendwie selbsterklärlich, wenn immer die Lizenz mitgeliefert werden muss mit dem Datensatz. Ist es völlig Schnurz, wo im Internet man die Daten gefunden hat. Weil immer, wenn man auf den Datensatz trifft, ist die Lizenz dabei und man weiß, was man damit darf. Dagegen muss man beim Produkt, damit das jeder nachbauen kann gegebenenfalls, die Datenquelle angeben. Also, wo habe ich die Daten gefunden? Aus welchem Topf habe ich mich bedient? Und die Datenlizenz Deutschland, Namensnennung 2.0, verlangt die Nennung einer URI. Warum haben wir bei der ODBL im Produkt keine Namensnennung zu den Daten? Ganz einfach, weil das Produkt abweichend lizenziert werden kann. Ne? Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auf dem Vortrag auch schon erwähnt. So, dass man da eben den Datenbankhersteller in diesem Sinne nicht erwähnen muss. Aber wir tun das quasi implizit im OpenStreetMap-Projekt, indem wir immer als Datenquelle OpenStreetMap angeben. Damit erwähnen wir ja quasi auch den Datenbankhersteller gleich mit. Es hat aber in diesem Zusammenhang eine andere Funktion, lizenzrechtlich betrachtet. Auch das ein ewiges Lied, das ich immer singe, wenn ich über die ODBL rede. Wie kann man Lizenzangaben vernünftig machen? So kann das aussehen. Wer da mehr haben will, muss mal nach einem anderen Vortrag von mir vom letzten Jahr suchen. So. Und jetzt mit diesem Wissen, was die einzelnen Lizenzen fordern, können wir jetzt gucken, wo sind die Grenzen für den Import von einem Datensatz zu OpenStreetMap, der unter ODBL, unter Datenlizenz Deutschland 2.0 steht. Also die gute Nachricht, wie gesagt, das hatten wir schon, ist, die Datenlizenz Deutschland 2.0 Namensnennung enthält kein Share-alike, sonst wäre hier der Spaß vielleicht schon zu Ende. So, und die Datenlizenz Deutschland, das haben wir auch gesehen, kennt diese Unterscheidung, die die ODBL macht, zwischen Datenbank und Datenprodukt nicht. Deswegen muss man sich jetzt hier erstmal schon einigen, auf welcher Ebene man kommuniziert. Kommuniziert man auf der Ebene der Daten oder kommuniziert man auf Ebene des hergestellten Produktes? Und da kann man, wenn es um Kompatibilität zur ODBL geht, eigentlich nur über die Datenbankebene reden. Sonst ist das auch schon kaputt, weil die Anforderungen, die wir an ein Produkt stellen, können wir sonst nicht so einfach einhalten. So, wir hätten dann also eine Lizenzinkompatibilität, wenn man jetzt sagen wollte, wir wollen die Kompatibilität von Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 auf Ebene des Datenprodukts mit der ODBL herstellen. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Und was auch ganz wichtig ist im Umgang mit Behörden, dass man ganz klar kommuniziert, dass die Herstellung der Lizenzkompatibilität, wenn man es überhaupt schafft, eine Einbahnstraße ist. Nämlich von der Datenlizenz Deutschland 2.0 hin zur ODBL.
Einbahnstraße. Einen Rückweg gibt's nicht. Also Daten, die einmal in die OpenStreetMap-Datenbank eingeflossen sind, dort verändert werden, angepasst werden, also unter ODBL 2.0, unter ODBL stehen, kann man nicht einfach da wieder rausholen und sagen, die stellen wir jetzt unter Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0. Wir haben ja da Daten reingegeben, dürfen wir auch wieder welche rausnehmen. Das ist ein Fehlschluss. Das wäre fatal, so zu denken. Muss man also ganz klar kommunizieren, dass dem nicht so ist, dass das nicht so geht. Wie kann man nun eine Lizenzkompatibilität zwischen Datenbank Lizenz, also ODBL und Datenlizenz Deutschland 2.0 herstellen? Ganz einfach. Man nutzt einmal oder man guckt erstmal, wo gibt es den Interpretationsspielraum bei den einzelnen Lizenzen und wie kann man diesen Interpretationsspielraum ausnutzen? Stichwort, man schließt eine sogenannte Zusatzvereinbarung zur Datenlizenz Deutschland 2.0. Ne? Also man gibt quasi nochmal so ein Memorandum ab, wie man sich das vorstellt, den Umgang mit den Daten, wenn sie zu OpenStreetMap kommen. Und dann kann man damit arbeiten, weil wenn jetzt jemand sagen würde, wir haben zwar dieses Agreement, diese Zusatzvereinbarung abgeschlossen, aber und ihr haltet euch dran, aber wir denken, das ist jetzt doch anders, wir legen die Datenlizenz Deutschland jetzt anders aus, dann kann man sagen, nein, das ist widersprüchliches Verhalten. Ne? Latein für Angeber wäre venire contra factum proprium, dass man also sich anders verhält, als man das vorher zu erkennen gegeben hat, und das geht nicht. Also diese Zusatzvereinbarung bringt eben Rechtssicherheit, wenn man sich dann im Rahmen einer von den Bedingungen hält, die in den Zusatzvereinbarungen näher konkretisiert sind. So, und dann muss man sich angucken, wie können wir denn jetzt die Lizenzkompatibilität herstellen? Man muss Regelungen treffen zum Lizenzhinweis, zur Attribution und zur Herkunftsangabe der Daten. So, und dann hat man bei OpenStreetMap verschiedenste Möglichkeiten. Man könnte das in die Objektattribute reinpacken. Dort ist aber die Namensangabe, die die Datenlizenz Deutschland fordert, nicht dauerhaft. Ne? Weiß jeder, der bei OpenStreetMap aktiv ist, die Key-Value-Paare, egal was man da reinpackt, da kann jeder herkommen und die ändern. Man kann das trotzdem als potenzielle Angabe, als potenziellen Ort nutzen für die Angaben, die die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 fordert. Aber man muss eben klar kommunizieren, dass da eine Löschung stattfinden kann, wenn der Lizenzgeber sagt, jo, das ist okay für mich, wenn da jemand dran rumändert, will ich dann eh nicht mehr genannt werden, ist das hübsch. Andere Möglichkeit, was nicht veränderbar ist, sind die Änderungssätze bei OpenStreetMap. Die haben allerdings eben das Problem, dass sie nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Objekt sind, sondern allgemein für einen Upload. Auch das muss man eben entsprechend kommunizieren gegenüber dem Lizenzgeber. Und wenn der sagt, jo, das ist die Art, wie ich mir vorstelle, dass ihr mit meiner Datenlizenz Deutschland 2.0 beim Import zu OpenStreetMap umgeht, ist das auch okay. Und die dritte Möglichkeit, die auch oft gebraucht wird im Wiki, dass dort wird eine große Liste gepflegt mit den Mitwirkenden im OpenStreetMap-Projekt, aber dort ist die Angabe eben entsprechend generisch und nicht immer konkret auf einen bestimmten Datensatz bezogen, was dann eben auch wieder auf die Datenlizenz Deutschland 2.0 Namensnennung Schwierigkeiten machen kann. Entsprechend, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, alle haben Vor- und Nachteile. Man muss dann eben entsprechend in der Zusatzvereinbarung klarstellen, mit welcher Möglichkeit, die OpenStreetMap bietet, man sich einverstanden erklärt. So, das hatte ich schon erzählt. Ja, und damit kommen wir schon zu dem Ergebnis. Die Herstellung der Kompatibilität
von Datenlizenz Deutschland, Namensnennung 2.0 zu ODBL ist möglich, aber nicht umgekehrt, ne? Stichwort Einbahnstraße. Aber ohne Zusatzvereinbarung geht's nicht, weil eben die Möglichkeiten, die die Struktur von OpenStreetMap bietet, nicht auf den ersten Blick zu den Forderungen der Datenlizenz Deutschland passen. Aber wenn man eben durch diese Zusatzvereinbarung klarstellt und zu erkennen gibt, dass man damit einverstanden ist, geht das. Ja, was haben wir noch? Die Zusatzvereinbarung schließt aus, dass der Lizenzgeber der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 sagt, dass er sich nicht damit einverstanden erklärt. Also das wäre dieses widersprüchliche Handeln, gibt also Rechtssicherheit, wenn man diese Zusatzvereinbarung abschließt. Und viel einfacher wäre natürlich das Leben für alle, wenn die Verwaltungen in Deutschland einfach die Datenlizenz Deutschland Zero nehmen würden, weil die stellt eben keinerlei Bedingungen und dann muss man sich auch für die Herstellung einer Lizenzkompatibilität keine Gedanken machen. Aber da die Verwaltungen in Deutschland lieber die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 nennen, haben wir, das heißt das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und der Vosges-Verein, eine Zusatzvereinbarung entworfen, die also genau diese Aspekte bespricht, worauf man achten muss und die man dann entsprechend mit der Datenlizenz Deutschland 2.0 Namensnennung mitliefern kann, um eben dann zu erkennen, anzuerkennen, dass diese Daten nach OpenStreetMap importiert werden können. So, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt können noch Fragen gestellt werden. Ja, Falk, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Es ist also was in der Entwicklung. Wir haben dazu auch schon Fragen bekommen. Die erste Frage war relativ zum Anfang. Ist die Einschätzung zu CC BY SA noch aktuell? Gibt es Äquivalenzen innerhalb der Creative Commons zu ODBL? Aber das hast du mehr oder weniger schon beantwortet. Ja, also die Einschätzung ist noch aktuell, jedenfalls für die 2.0. Diese tolle Konstruktion, die wir in der ODBL haben, dass wir zwischen Datenprodukt und der Datenbank trennen, die hat meines Wissens nach keine andere Lizenz überhaupt. Und die Creative Commons Sharealike 4.0, und die kann auch Datenbanken lizenzieren, aber der fehlt eben auch diese Differenzierung zwischen Produkt und Datenbasis. Nächste Frage. Jetzt wird hier viel gewotet. Das finde ich gut. Liegt nicht ein Vorteil in der Verwendung der Namensnennung, da dadurch die Herkunft der Daten sichtbar wird, was eine Einschätzung der Qualität ermöglichen würde? Klar, das ist eine Abwägungssache. Ganz einfach, ne? Man muss sagen, okay, diese Namensnennung ermöglicht mir besser einzuschätzen, wie valide der Datensatz ist. Andererseits handelt sie eben, wie ich gezeigt habe, doch erhebliche rechtliche Schwierigkeiten ein. So, und um die Qualitäten des Datensatzes zu beurteilen, hat man vielleicht auch andere technische Möglichkeiten, weil Namen sind ja dann doch eher Schall und Rauch, sage ich mal, flapsig. Ne? So, also ich würde mich gegen eine Namensnennung entscheiden und für eine andere Qualitätskontrolle, wenn ich mich dann als Jurist hier arbeitslos mache. Okay. Wo finde ich diese Mustervereinbarung Vosges BKG? Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nicht vorher nachgeguckt, ob die schon im Internet verfügbar ist. Ich würde das dann gegebenenfalls hier noch irgendwie nachreichen. Alles klar. Warum verwenden Behörden nicht die Zero-Lizenz? Ja, das ist genau, das ist ein psychologisches Problem meiner Meinung nach. Ne, man hat die Daten gehegt und gepflegt ein Leben lang und dann möchte man eben sein Kind auch beim Namen genannt haben und
ja, deswegen sind ja auch sonst die Beilizenzen sehr verbreitet im Netz, weil natürlich man sich selber immer darüber freut, wenn man genannt wird. Es geht uns ja bei OpenStreetMap nicht anders, aber es macht eben auch rechtliche Probleme. Also nachvollziehbar ist es, aber nicht praktisch. Hier noch eine Frage, wie wir vielleicht proaktiv als Community einwirken könnten. Die Verwaltungen sind oft abhängig von politischen Entscheidungen in die zuständigen Ministerien. Was kann die Community tun, damit sich Verwaltungen für Zero entscheiden dürfen? Tja, im Zweifel aufklären, was für Schwierigkeiten man hat, wenn man das einhalten will, insbesondere wenn man eben eine Copyleft-Lizenz hat. Aber ja, also ne, man sollte vielleicht Verwaltung dann unter dem Aspekt packen, dass man sagt, wenn ihr wollt, dass eure Daten möglichst weit verbreitet werden, macht die Nutzung so einfach wie möglich. Und dazu gehört eben beispielsweise auch die Zero. Eine letzte Frage, es gibt noch ein paar mehr, die kannst du vielleicht noch im Chat beantworten. Ist ein abgeschlossenes Memorandum auch wieder rücknehmbar oder gilt es dann dauerhaft? Nö, das gilt dann dauerhaft. Also sonst würde dann lizenzrechtlich ja, also für den Lizenzvertrag, den man geschlossen hat, gilt das dauerhaft. Man kann natürlich sagen, ab heute Schluss damit. Ab heute stellen wir den Datensatz nur noch unter Datenlizenz Deutschland Namenssendung 2.0 ohne diese Ergänzung zur Verfügung. Und dann ist ab diesem Zeitpunkt dieser Datensatz für alle zukünftigen Verwendungen für den Download aus dieser Quelle, wo das jetzt so festgelegt wurde, ohne diese Zusatzvereinbarung gültig. Also sollte man sich vorher gut überlegen, was man dort aushandelt. Ja, soll, also man muss auch, ja, also wie gesagt, groß aushandeln müssen wir nichts mehr. Das hat das BKG, haben wir ja mit dem BKG gemeinsam schon gemacht. Aber es ist immer eine gute Idee, sich, wenn man Daten aus einer Datenquelle downloadet, zunächst erstmal zu gucken, welche Lizenzen gelten denn für diese Datenquelle und welche Zusatzvereinbarungen gegebenenfalls. Das ist immer wichtig. Alles klar, Falk. Vielen Dank für diesen Vortrag und ja, vielen Dank auch an das Publikum für die vielen Fragen. Bis nachher.